Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Survive-Stream. Ab sofort alleine. Ja, warum bin ich bei Survive ab sofort alleine? Warum ist Sunny nicht hier? Ganz einfach, ich habe mittlerweile einfach die Nase voll. Also, ich stream das jetzt deswegen ab sofort alleine, weil ich musste jetzt schon fünfmal den Survive-Stream verschieben, weil Sunny immer irgendwas ist. Ich hatte keinen Streit mit ihm, da mal die Vorsorge mal ganz schnell weggenommen. Sind nur Freunde. Ich habe ihn nicht erschlagen. Aber Leute, ich erwähne es nochmal. Ich muss jetzt vier, fünfmal, heute wäre fünftes Mal gewesen, am Stück verschieben, dass Survive stattfindet und das immer und immer wieder wegen Sunny. Und das auch vorher schon viele, viele, viele Male. Ich habe einfach keine Lust, ewig lang zu warten, um dieses Projekt mal endlich abzuschließen. Ich habe das, glaube ich, jetzt so vor ungefähr einem halben Jahr gestartet, das Spiel. Und ich konnte bisher drei Streams machen. Einen davon habe ich alleine gemacht, weil ich auch da die Nase voll hatte. Ich habe auch ein paar Mal 1 bis 2 Stunden auf Sunny gewartet und der ist dann nicht mal aufgetaucht. Und hab dann auch noch abgebrochen. Und dann einfach was anderes gemacht. Dass ihr da mal wisst, warum ich jetzt ab sofort alleine mache. Also Sunny hat schon die Möglichkeit, dass, wenn er will, noch zu dem Projekt wieder dazukommen kann. Aber ihr versteht das. Ich will dieses Spiel auch mal irgendwann durchspielen. Wir sind gerade mal bei Kapitel 1,7 ungefähr. Und das nach ungefähr einem halben Jahr. Ich sag mal so, bei jedem Ausfall, den ich gemacht habe, also wo ich den Stream hab ausfallen lassen, in der Zeit hätte ich das Spiel schon längst durchspielen können. Und das alleine. Das ist kein Flame on Sunny, aber das zeigt halt, wie wenig Verlass auf ihn ist. Also wenn ich irgendwann noch mal ein Koop-Projekt plane, ich werde nicht noch mal Sunny dazu holen. Habe ich nur diese Knarre hier zur Verfügung? Scheinbar ja. Um Gottes Willen. Also ja, wir machen jetzt hier da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe einen Vorteil, wenn ich hier natürlich alleine bin, ne? Ich muss meine Ausrüstung nicht teilen bei diesen Zwischenkapiteln hier. Im Übrigen, falls ihr irgendwie so ein Wirren im Hintergrund hört, das ist mein Ventilator. Es ist mittlerweile ja schon bald Sommer. Bei mir sind schon die 20-Grad-Grenze überschritten worden. Ich schmelze einfach hier unter dem VR-Ding, wenn ich das Teil nicht anhabe. Also da entschuldige ich mich, aber ich will nicht vor laufender Kamera sterben. So, ich müsste jetzt erstmal gucken, wo wir überhaupt heute hinwollen. Im Übrigen, da tut es mir nochmal leid, ne? Hier mit dem Interface. Ich kann da nicht viel verändern, wie viel ihr da seht. Also ich sehe das halt auch nochmal gerade über Handy im Stream. Ich kann das Bild nicht anpassen. Ich muss einmal kurz Karte gucken. Ich halte das extra nah, damit ihr auch gut was seht. Wo ist denn das Weiße erstmal? Das ist da unten. Okay, das ist leicht erreichbar. Da bin ich. Wo ist denn das Grüne? Wo muss ich denn hin? Was sind eigentlich diese pinken Symbole? Also das weiße Symbol sehe ich, aber ich sehe nicht, wo ich storytechnisch gerade hin muss. Ich würde sagen, das Beste, was wir machen, ist erstmal hier aus dem Gebiet gleich raus. Und dann zum erstbesten Safe House, also den hier erstmal gehen. Und von dort aus dann weiter gucken. Im Übrigen, YouTube hat es wahrscheinlich beim letzten Part schon gemerkt, aber ich schneide ab sofort ein bisschen stärker hier bei Survive, weil die Laufwege beispielsweise nicht sonderlich interessant sind.
Ach, krieg ich noch mal ein gratis Messer. Das ist ja besser als eine Knarre. So, ich hoffe mal, dass ich die halbe Nachbarschaft angelockt habe. Kann ich hier nämlich schon mal vom Fenster aus clearen. So, anderweitig habe ich ja noch ein Messer. Also eine Machete. Ich nehme die Knarre mal in die rechte, die Machete in die linke. Ach, das Zeug, der Knüppel ist auch nochmal respawned. Hier ist alles respawned. Okay, dann weg mit dem Aufsatz. Ich habe 3 Heilungen. Und ganz ehrlich, ein Knüppel ist mir lieber als die Knarre, weil der Knüppel hält wesentlich länger. Oh ja. Here I am. The time has come to get the fuck out of Santa Carla. When the virus started to spread, the army thought it would have been a good idea to isolate the city, so the sick ones couldn't get in. What a monumental bunch of dumbasses. With this, they doomed the city. The best way to get out of this shit is by getting into other shit. You want to go through the sewers. Setting a spot on the map. I'll get in touch while you're on the way. Ich muss durch die Abwasserkanäle, das gefällt mir überhaupt nicht. Was sagt denn die Karte jetzt? Ach, direkt hier vor. Was habe ich denn jetzt hier wieder für eine unheilvolle Musik? Ja, da ist schon mal Brigitte. Am besten, ich gehe erstmal. Hauptsächlich erstmal nur hier raus. Weil die spawnen hier endlos. So, hier habe ich jetzt auch erstmal Ruhe. Durch den Abwasserkanal. Das gefällt mir absolut nicht. Ich krieg's gerade nicht geschissen, den Knüppel richtig in die Hand zu nehmen. Der ist jetzt nicht instant einer von den Dicken, ne? Mit dir lege ich mich gar nicht erst an, Kollege. Okay, jetzt sagt er mir was anderes an. Ich sehe nicht, dass irgendeiner von denen in der Nähe ist. Ich würde erst halt wirklich den Aufsatz hier holen oder was auch immer das Buch ist. Heißt einmal straight durch, bis ich beim Hotel ankomme und dann abbiegen. Naja, was heißt straight durch, ne? Eigentlich sogar hier direkt abbiegen und dann einmal straight durch. Bis zum ersten Safehouse. Erinnert ihr euch noch am Ende vom letzten Stream? Da bin ich einfach außerhalb der Map gespawnt, ne? Das habe ich mir auch im Nachhinein noch ein paar Mal angesehen und habe mir nur gedacht, what the fuck? Wie ist das denn passiert? Also dafür musst du ja mega Pech haben. Hi. Erstmal dich. Santa Carla. I was in that damn city when I lost Elizabeth. Seems such a distant memory now. She was only 8 since a few weeks when it all started. Da brauche ich nicht drum kümmern. Fucking couldn't get her.
So, das war der erste. Ich wollte gerade fragen, wieso kriege ich dich nicht dran? Es hat jetzt natürlich einen Nachteil, wenn ich alleine bin, ne? Ich habe halt keinen, der mich backupt. Keinen, der jetzt sagt, hey, da ist einer hinter dir. Ich bin halt alleine und muss gucken, wie ich klarkomme. Ach, guck mal, da ist auch schon direkt das erste Safehouse. Einen Bohrer brauche ich mir im Grunde nicht mitnehmen. Weil wenn man einen Bohrer braucht, liegt er eigentlich immer direkt vor Ort. Okay, die Straße hier jetzt rechts runter, wenn ich es richtig interpretiere. Dort haben wir dann auch das, was wir suchen. Ich würde liebend gern halt wirklich eigentlich hier, was auch immer das ist, durchgehen und gucken, was dieser lila Punkt zu bedeuten hat. Das haben wir, glaube ich, bisher nicht ein einziges Mal nachgeguckt. Ich könnte halt, wenn ich hier auch direkt abbiege, wenn ich jetzt hier rechts abbiege, dann auch eigentlich auch das weg durch bei diesem Punkt und dann würde ich auch bei dem Haus rauskommen. So, ich werde jetzt hier links reinbiegen. Und dann werden wir auch gleichzeitig sehen, was dieser lilane Punkt auf der Karte ist. Ich wollte gerade fragen, wie oft soll ich dir denn noch in den Kopf pieksen? Also irgendwas müssen diese Punkte ja sein. Außer, dass hier so ein richtig dicker rumsteht. Oder seht ihr nur so groß aus? Nee, die sehen nur so groß aus. Okay, das ist die Mitte von dem, was ich auf der Karte gesehen habe. Ich glaube, hier gibt es so diese Kostüme zu holen. Das bedeuten diese Symbole also. Okay, dann weiß ich das jetzt. Ja, hallo. Ja, den habe ich jetzt freigeschaltet. Ja, das wäre etwas, das ich mir ausgehen eventuell mit Sunny zusammenholen würde. Ach, hier wäre auch nochmal ein Bohrer für mich. Ja, das ist das Haus. Nope. Auch nix. Nur Farbeimer. Aber hier ist eventuell eine bessere Knarre irgendwo in dem Haus. Das Gute ist, solange die Tür zu ist, können die eigentlich nicht rein. Ja, hier ist eine AK. Wesentlich besser als meine jetzige Waffe. Da liegt ein Skateboard. Oh, hier liegt ein richtig fettes Visier. Und dafür habe ich jetzt gerade offenbar auch das Teil eingesammelt. Na gut. Tschüss. Hallöchen. Boah. Ist aber ein bisschen schwer durchzugucken. Gut, hat nur ein zweites. Das kann ruhig auf die Knarre, die ich eh nur am rumtragen bin. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das grausam wird, das Kapitel. Wie gesagt, wenn ich Kanalisation lese, höre ich Altrum. Alter, das Skateboard kann man mitnehmen. Cool. Hab nur keine Verwendung für das Ding. Oh, ein Katana. Du bist eh schon aufgebraucht.
Also du würdest eh beim nächsten Schlag kaputt gehen. Dann muss ich jetzt noch mal gucken auf der Karte, in welche Richtung wir wollen. Muss ich denn weit laufen? Da ist auch noch mal so ein gelbes Symbol, da gehe ich auch gleich einmal hin. Boah, ich muss schon ein bisschen weit latschen. Also wenn ich gleich hier rausgehe, kann ich hier einmal durch, da das Haus besuchen, Safe House, und dann wandere ich durch an dem Teil entlang. Das dritte Haus ist es dann. Okay, ich habe einen Weg vor mir. So, ein bisschen vollgekleistert, dann werde ich nicht instant angegriffen. Aber meine Sicht ist auch scheiße. Ich hab doch irgendwie ein Knatschen gehört. Du warst es wahrscheinlich. Mal gucken. Ich will mal wissen, wie akkurat das ist. Okay, das ist sehr akkurat. Da, wo der Punkt ist, da treffe ich auch. So, bin mal gespannt. Laut der Karte ist hier irgendwas. Also ich habe ja zumindest so ein oranges Symbol auf der Karte. Hier ist eine Pumpgun. Aber leider nicht mit viel Munition. Okay, never mind that. Die Pumpgun, die ziehe ich allen vor, weil die ist irre gut. Ich kann ja sogar ein Paket mitnehmen. Ich kann sogar das ganze Ding mitnehmen. Ich guck mal kurz. Die Kirche war hier ganz unten. Ne, die Kirche ist nämlich beispielsweise als Safe House markiert, aber das hier ist ja orange markiert. Also muss hier ja irgendwas sein. Warte mal, ich kann ja mal zoomen. Da war irgendwie so ein Rucksack-Symbol. Warte mal, wir haben doch so eine Hilfe. Sammelbares Rucksackschlitz. Vielleicht ist das eine Rucksackerweiterung, dass ich mehr tragen kann. Ach da. Jetzt kann ich da eine Sache mehr mitnehmen. Geil. Kann ich ja noch eine Sache einpacken, wenn ich sie finde. Ich frage mich, ob das permanent ist und ob man in jedem Kapitel das einsammeln kann. Wenn ja, habe ich ein bisschen was nachzuholen. Hätte ich ja mittlerweile 20 Slots gefühlt. So, hier jetzt links meine ich. Da. Da muss ich rein. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will nicht durch den Abwasserkanal. Erstmal muss ich hier aufräumen. Ach, du hast ja nur noch ein Auge. Jetzt hast du gar keins mehr. Ja, genau da rein muss ich. Den Eingang erstmal suchen. Ja, dich muss ich erstmal über den Haufen schießen. Man hat halt auch nirgendwo eine Anzahl, wie viel Munition da noch drin ist. Also man muss da wirklich raten. Ich glaube, hier auf der Seite ist wahrscheinlich der Eingang.
Och nö, da ist ein Fetti. Die ist leer. Ich hoffe mal, dass du alleine bist. Nein, bist du nicht. Okay, alles umgenietet. Ich muss jetzt nicht ernsthaft durch ein Rohr krabbeln, ne? Ich muss durch ein Rohr krabbeln. Einen Moment, bevor ich da reingehe. Wie viel Munition habe ich noch für die? 18. Das wird schrecklich. Aber habe ich vom Prinzip her hier die Map dann gesehen? Also wenn das mehrere Maps sind, dann ist das Spiel eigentlich sogar noch interessanter, als wir dachten. Ja, da unten war ich. Da habe ich alles gesehen. Ja, wir verlassen wahrscheinlich diese Map jetzt und gehen auf die nächste. Gut, dass ich mich umgedreht habe. Das Bob der Meister. Ist da was drin? Kann ich da überhaupt rein? Nein. Warte mal. Boah, ich wollte schon sagen, da tut sich nichts. Zählt das als ein Safe House? Nee, das zählt nicht als ein Safe House. Zumindest würde ich das jetzt mal so sagen. Hier ist ein bisschen bleich, falls ich was trinken will. Habe ich zumindest was in der anderen Hand noch. Wer hat denn hier den Elektriker gefeuert, ey? Ich muss die Hand ja nur am Abzug haben die ganze Zeit. Jetzt muss ich gucken, wo ich hier weiterkomme. Ich hoffe einfach, dass eine Kanalisation genauso gut beleuchtet ist wie das hier. Als ob das nicht der Eingang für das da war. Jetzt bin ich völlig umsonst hier reingekrabbelt, oder wie? Und dafür quäle ich mich hier durch ein Rohr. Kopf ist ab. Ah, da ist ein Riss. Ist halt ein Zombie-VR-Game, ne? Da brauchst du nicht hier My Little Pony-Friedlichkeit erwarten. Ich muss mich hier halt durchhacken. Eigentlich ist das auch ein Koop-VR-Game, aber mein Kollege, der hat jetzt so oft gefehlt, dass ich mir gedacht habe, scheiß drauf. Hey, wo ist denn hier ein Loch? Ach, das Ding hier. Passiert was? Hallo? Find a way to get in. If you look for the keys for the machinery, check in the sewer center. All the keys should be there. The spot is on the map. Okay, auf der Karte. Hier ist gerade keiner.
Ach, genau da, wo ich gerade war. Danke. So. Hier suche ich jetzt noch mal was. Da drin blinkt's. Ach, ich muss einen Schlüssel mitnehmen. Was schmeiße ich denn weg? Die Granate brauche ich wahrscheinlich noch. Ich kann auf eins der Heiligen verzichten. Der Schlüssel ist wichtiger. So, wo habe ich meinen Knüppel abgelegt? Da. Aua. So, wo will der Schlüssel denn jetzt rein? Wahrscheinlich bei dem Wagen, wo ich gerade war, ne? Na, Brigitte? Hängen wir ab? Dich nehme ich mit. Ach, doch nicht. You know, sometimes I think that all that's happening is some sort of divine punishment. Penance for our bad deeds, our wrongdoings. Maybe we're already dead and this is hell. No. No. It's just natural. Natürliche Auslese. Wer will denn hier noch auslesen? Ich bin doch schon allein. Ja, höchstwahrscheinlich für den Gabelstapler. Ich muss nach dem Kapitel gucken, ob dieser Rucksackstütze, den ich eingesammelt habe, wirklich dauerhaft mein Inventar weiter. Wenn ja, dann hole ich bei den anderen Kapiteln die Dinger nochmal nach. Da. Warte, komm du mal ein bisschen näher. Ich will meinen All-Zuverlässigen in meiner Nähe haben. Oh Gott, schon wieder krabbeln. Bitte fall nicht runter. Bitte fall nicht runter. Brain, but it also sparked some genetic mutations which made some of them more resistant. I couldn't hurt them with my gun. Maybe you try with fire. Check if you see any fuel tanks to burn that son of a bitch to the ground. Ich wen abfackeln? Warte mal. Okay, ist geladen. Die Nachricht war ein bisschen abgehackt. Du musst ein bisschen kleiner schreiben. Hallo. Ach, du bist derjenige. Ich juck das nicht. Hey, Kumpel. Friss. So, jetzt gucke ich einmal über Handycheck, was du da ewig lang geschrieben hast. Hat Sunny versucht, da wurde er gegessen. Nein! Ich will was Gutes zum Riechen haben. Okay, wenn das so ein Fetter ist, dann brauche ich einen Benzinkanister, um die loszuwerden. Ich glaube, das hat gerade sogar 3 gekostet. Ich weiß nicht, ob der an dem zweiten schon gestorben ist. Ich denke, erst der dahinter hat ihn umgenietet. So, du siehst aus, als ob du gedrückt werden willst. Oh ja, hell. Ist hier noch irgendwas?
Sieht nicht so aus, als ob ich da rein könnte. Nee, da will ich rein. Und dann beginnt die Hölle. Ich hoffe, ich darf meine ganze Ausrüstung mitnehmen. Oh, das sieht dunkel aus. Ich will nicht. Access granted. Einen Moment. Wie viel Muni habe ich noch? Nicht mehr viel. Das Gute ist in dem Spiel, die Geschosswaffen können nicht kaputt gehen. Ich habe schon gelesen, keine Sorge. Ich habe einmal aufs Handy geguckt. Dafür habe ich es hier, falls eine längere Nachricht ist. Oh, ich will nicht. Alter, ich sehe doch jetzt schon, dass ich hier nichts mehr sehen werde. Oh, ein Glück, es ist hell hier unten. Warte, wichtigste Sache. Ja, ich behalte die Plätze. Habe ich von hier unten überhaupt eine Karte? Wie soll ich mich da zurechtfinden? Einen Moment, ich muss zoomen. Okay, den Gang laufe ich gleich runter. Dann will ich hier einmal aus dem Blickwinkel her nach links abbiegen, glaube ich, weil ich will immer zuerst in diesen weißen Pfeilen. Da kriege ich irgendeine Verbesserung. Diese grünen Räume sind meine Safe-Räume, nehme ich mal an. Und wahrscheinlich in dem Raum wird mein Bonus sein. Oh, ich kriege direkt zwei Knüppel. Also immer wenn ein neues Kapitel ansteht, dann wird halt mein Inventar leer. Ach nö, warum die Axt? Die Axt, die ist leider nicht so geil. Was haben wir denn hier alles im Angebot? Ich bin schon froh, dass die Kanalisation wenigstens erhellt ist. Okay. Mit den Rädern kann ich nichts machen, habe ich auch direkt getestet. Da ist eine Taschenlampe drauf. Ich denke mal, die nehme ich auf jeden Fall mit. Das Ding ist scheiße, noch eins laut, aber ich habe hier noch mal eine Knarre. Ich denke mal, ich nehme die beiden Waffen gleich per Hand mit. Das heißt, ich packe hier das schon mal dran. Ich kriege dann noch einen Revolver. Oh, da ist meine Lieblingswaffe. Die Diegel. Schon mal entsichert. Nein, bleib hier. So, Abfahrt. Würde ich sagen. Ach, das Teil habe ich noch gar nicht. Warum kriege ich es dann vorgeworfen? Ich will nicht. Find a movable bridge. Get there. Map updated. Boah, auf so engen Gängen fühle ich mich überhaupt nicht wohl, ey. Ja, nach wie vor erstmal dahin. Danach können wir uns um alles weitere kümmern. Och nö. Hallo.
Herrn Sacknase haben wir erwischt. Ich muss mal kurz noch mal gucken, wie ich hier abbiegen will. Da vorne will ich gleich nach links. Ja, das wäre schön. Okay, ich sehe ungefähr, wie ich laufen will. Das Ding ist, der Ausgang, wo ich storymäßig hin will, ist danach komplett in die entgegengesetzte Richtung. Okay. Die schalte ich am besten auch gleich aus. Das da habe ich jetzt gerade nicht lesen können. Einen Moment, ich lese einmal kurz im Chat nach. Was soll ich denn dagegen machen? Ich spiele ein Zombie-Spiel. Der Dampf tut mir nicht weh, oder? Okay, hier will ich lang. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Okay, direkt vor mir geradeaus ist wieder so ein Safe-Ding. Ich muss hier rechts. Die ist leer. Natürlich geht es nicht einfach so auf. Erstmal gucken, dass die Umgebung sicher ist. Da könnte eventuell was Nützliches drin sein. Ein Heilteil. Glaube ich meine Diegel, oder? Nee. Aber eine dicke, fette Wumme mit einem Schalldämpfer. Sage ich doch nicht nein. Wenn das Haar genau dieselbe war. Die hat sogar anfangen, ist direkt die Explosive. Na gut, dafür kann ich die Lampe nicht dran packen. Aber ganz ehrlich, lieber so einen dicken, fetten Schalldämpfer. Wodurch die weniger mitbekommen als das andere. Ich kann ja die Knarre da noch mitnehmen und da das Licht dran packen, wenn ich darf. Bei der darf ich nicht. So, hier links rum, richtig. Boah, ich hätte jetzt gerade so ganz Honey bei mir. So, komm mal her. Da kommt auch noch einer von hinten. Ich habe das an den Schritten gehört. Alter, hier ist es so scheiße dunkel. Okay, hier jetzt abbiegen. Da ist mein Schrank. Ich hoffe, dass ich nicht lange hier unten sein muss.
Was ist das denn für eine Brühe? Eine, die dir gefällt, offenbar. Ne? Müsste der Raum da links sein, oder? Ja. Ich guck gerade noch um, ob hier eventuell noch einer rumgammelt, aber ich sehe jetzt keinen. So, einmal kurz in der Richtung ablegen, Bohrer rausholen. Okay, hier müsste ein schlaues Büchlein für mich sein. Und ein Drink. Kann ich auch mal direkt dann gleich gucken, in welche Richtung ich eigentlich muss. Ja, nochmal ein bisschen Deagle-Munition. Das Gute ist, in solchen Safe-Räumen, auch ein Katana, wie nett, kann eigentlich keiner von denen drin sein. Ist die Taschenlampe eigentlich stärker? Ja, ich sollte eher eine von denen auch mitnehmen. Warte mal, ich schmeiße eins von denen weg, ich brauche die Taschenlampe. Der Knüppel ist besser, weil da muss ich nur streifen. Mit dem Katana muss ich stechen. Aber ich nehme, falls ich jetzt keine andere Knarre finde, dann trotzdem per Hand das Katana mit. So, muss ich dich auch aufbohren? Nee. Mann, kein guter Sender. Was haben wir denn hier? Vor MP7A1 Rifle, die explosive Munition. Das glaube ich aber nicht für meine Knarre hier. Ah, ich kriege nur das Rezept, aber nicht die Munition selbst, oder wie? Jetzt verstehe ich, warum das buggy ist. Ah, für die kriege ich die Munition. Na gut, explosive Munition ist immer besser als die normale. So. Die anheften. Ist da Munition drin? Nein. Zwei Munitionsdinger kann ich mitnehmen. Das heißt, zwei von denen kommen weg. Dann trage ich die und die gleich in der Hand. Und dann gucke ich jetzt erstmal auf der Karte, wo ich hin muss. Ach, warte. Das wollte ich nicht. Entladen. Du musst bedenken, dass die schallgedämpfte Pistole auch nur begrenzt Munition hat. Die Pistols, die haben so um die 12 Schuss. Damit komme ich nicht sonderlich weit. Ich wollte gerade nur gucken, ob da auch ein Visier drauf ist. So, warte, einmal kurz da abgelegt. Einmal komplett rauszoomen. Okay, vom Prinzip her auf jeden Fall erstmal den Weg wieder zurück, den ich gerade gegangen bin. Das sind die Safehäuser. Das wäre eine Möglichkeit, aber trotzdem hätte ich dann nur begrenzt Munition. Und wenn mir einmal so ein Fetti über den Weg läuft, diese muskulösen, dann habe ich ein ordentliches Problem. Da will ich auf jeden Fall auch einmal kurz hin.
weil ich da wieder eine Rucksackerweiterung bekomme. Also wenn ich jetzt hier runtergehe, will ich eigentlich erstmal straight up durch, bis ich das erste Safehouse finde. Danach kann ich hier unten weiter durch, komme in den Riesenraum, kann hier lang, kann irgendeinen Skin mitnehmen, lauf weiter durch und dort kriege ich dann eine Rucksackerweiterung. Und von dort aus rechts zum Safehouse und komme dann dahin, wo ich hin muss. Okay, let's go. Ja, für die hatte ich mehr Munition, ne? Ne, für die hier. Außerdem die größeren, die sind zielsicherer. Siehst du? Und haben auch wesentlich mehr Wumms. So, ich will einfach nur straight in die Richtung eigentlich. Sobald die leer ist, tue ich noch den Aufsatz hier an die dran. Hier hinter muss ja das Safehouse sein. Das ist die PSVR, die ich hier habe. Also die ganz normale. Ach, habe ich noch nicht gesichert. Verdammt. Was richtig mies ist, dass die auch manchmal hinter mir spawnen können. Ich muss mal ganz kurz reinzoomen. Hier jetzt einmal kurz rechts abbiegen und dann hole ich mir erstmal eben kurz das Safehouse. Sicher ist sicher. Ja, sehr leise. Abgesehen von der Explosion. So, einmal kurz Safehouse holen, damit ich hier respawnen kann. Vielleicht ist hier ja was Praktisches. Oh, nochmal eine Stachelkeule. Desinfizieren erstmal. Ist gekauft. Die Waffe hat noch kein Visier dran, ne? Ach, die kann auch kein Visier. Ist vom Grundprinzip her dieselbe Waffe, deswegen das Magazin raus, volles rein. Den Knüppel nehme ich noch mit. Ja, bin solo. Da, wenn man solo ist, dann sind die Türen immer offen, nachdem man sie einmal geöffnet hat. So, jetzt da, wo ich herkam, weiter. Ich sehe es, wenn da einer kommt. Ich war mal so halb reingezoomt. Dann brauche ich eigentlich nur durchgehen, bis ich den dicken, fetten Raum sehe und auf die gegenüberliegende Seite. Da kann ich dann was mitnehmen. Lauf von dort ab, straight durch, hole die mir die Rucksackerweiterung und gehe dann dahin. Die Piste, die hebe ich mir mal auf, weil diese explosive Munition, die ist wirklich rar. Auch deswegen hebe ich sie mir halt auf. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie man diese Muskeltypen richtig gut los wird. Die da meine ich. Ein Headshot macht übrigens bei denen nicht sonderlich einen Unterschied. Ich meine nicht, dass ich... Oh, ich hatte noch ein Magazin für dich. Jetzt
Fall um! Mann! Oh, wie ich diese Muskeltypen hasse! Als ob da noch einer von denen ist. Nee. Hatte ich nicht auch eine... Ich dachte, ich hätte noch eine Granate. Nein, ne? Ja, mein Ohr zuverlässiger ist damit dann auch weg. Gesehen, wie viel die davon aushalten? Bin ich gerade irgendwie falsch abgebogen? Hä? Nee, da müsste eigentlich offen sein. Warum ist da nicht offen? Hallo, warum ist hier nicht offen? Ich darf mir einen anderen Weg suchen. Einmal kurz da rein, dann gucke ich mir einen anderen Weg. Warum ist das zu? Okay, jetzt. Jetzt reden wir offenbar Tacheles mit denen. Eine Pumpgun bin ich immer für zu haben. Ist, glaube ich, noch ein bisschen Muni für meine jetzige Waffe. Einen Moment. Du hast. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Du hast die rote Munition. Ich lasse den Knüppel hier und gehe wieder auf Fernkampf. Ich gucke gerade nur. So, jetzt muss ich kurz Karte gucken. Da ist ja zu. Also nochmal zurück zu dem Kreis hier und dann links abbiegen. Dann muss ich durch einen ellenlangen Raum gucken, wo ich hier nach rechts kann. Hier dann durch. Von dort aus erstmal nach links das holen. Meine Rucksackerweiterung, die will ich schon mitnehmen. Und da müssen wir dann hin. Doch, bei den Dicken ist die Schrot tatsächlich sehr effektiv. Die ist da ultra effektiv. Die macht da teils sogar mehr Schaden als die Explosive. Und ich will gar nicht abwarten, bis ich da die explosive Munition habe. Dann wird reingerattert. Vor allen Dingen hält sie die auch gut auf Abstand. Ja, wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Nee, One-Hitten nun auch wieder nicht. Habe ich schon versucht. Wo war bei dir nochmal der Hebel?
So, für dich kann ich richtig viel Munition mitnehmen. Ach, das ist einer von den Pumpguns. Okay, ich habe über 40 Munition. Lampe dran. Und let's have fun. Ist hier noch eine Lampe, die ich zufällig an die dran packen kann? So rein zufällig. Nope. Oh, warte, komm hier. Ich hab einen Deckel auf dem Kopf. Hier steckt einfach ein Katana drin. So. Also nochmal zurück. Und ich merke mir, dass ich in die Richtung will. Ich habe ja schon vorausgesagt, ich werde mich höchstwahrscheinlich hier verirren. Warum ist hier keiner? Pff, das hebe ich mir auf. Das war überhaupt nicht laut. Ich sag ja, die haben Wumms. Zum Glück sind die Hirn tot. Guck mal, selbst aus der Entfernung One-Hit. Bei den normalen. Ist halt nur doof, dass sie nur zwei Schuss hat. Ich habe nur flüchtig gesehen, dass da irgendwas gekrabbelt hat. Ich komm hier, der interessiert sich nicht für mich. Ich muss hier jetzt irgendwo links abbiegen. Wehe, von hier ist jetzt auch eine Blockade. Oh, ein Double! Oder? Nee. Hasta la vista, baby. Fuck, daneben. Immer nach hinten gucken. Da sehe ich doch schon zwei Kameraden. Das freut mich. Manche haben sich schon über meinem Lachen mal beschwert. Dass das irgendwie gruselig wäre. Aktivieren wir erstmal den Knopf da. Wieso? So. Frage Nummer 1, wohin will mich die Karte jetzt haben? Hell knows why. You gotta unlock it if you want to proceed.
There's a remote control room. Go there and reset the system. I'll set the position on your map. Ich liebe diese Pumpgun. Aber das Ding ist, man findet die so selten. Und da findet man auch noch so wenig Muni dafür. Also, die Muni dafür findet man auch immer mit der Knarre selber. Wo muss ich denn jetzt hin? Laut Karte. Ach guck mal, ich muss mehr oder weniger eh in die Richtung. Dann hole ich mir jetzt erstmal hier vorne das Safe House und dann gehe ich jetzt hier meine Rucksackerweiterung endlich holen. In den Arsch! Den habe ich gut weggefetzt. Ich passe da nicht durch, ich muss über das Ding da latschen. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr so viel Muni für die. Aber die räumt wenigstens ab. Okay. Jetzt bloß nicht in die Grütze fallen. Ich komme hier nicht durch. You know why the virus has been called B1B3? It was an acronym for virus category 1, viral grade 3. Such a petty name. Petty seen the impact it could have had. Nah. Oil son of a bitch killed billions of people in just over a damn year. Fucking funny, ain't it? Bisschen. 90% death rate. And the infected did the rest. Vielleicht kann ich ja von dort aus dahin. Ich biege hier vorne einfach gleich links ab. Dann nehme ich stattdessen das Safe House. Nicht in die Grütze fallen, Scheiding. Nicht in die Grütze. Wir wissen nicht, was wer da alles reingeschissen hat. Ja, das ist so witzig. Sechs Schuss habe ich noch. Erstmal den da vorne wegmachen. Mal kurz hier ablegen. Ja, ich kann eine neue von der mitnehmen. Warte mal, habe ich noch einen Munitionsplatz? Ja, dann kann ich ja sogar das Restmagazin einfach aus der einen rausnehmen und in die reinpacken. Hey, to mount them, you need to learn first how to do it. Around the city, find some magazines about weapons. Natürlich. On the map where to find them. Natürlich. Stimmt ja, da geht ja nicht mal die Lampe dran. Geht das wenigstens dran? Nee, schade. Kann ich die Visiere eigentlich an der dann dran lassen? Verbraucht er noch die letzten drei Schüsse? Gib einfach den erstbesten, der da jetzt steht, eben kurz einen Schuss.
Radio Man ist halt immer sehr witzig. So. Packe ich die noch rein. Und schieße die letzten beiden auch noch weg. Sobald die leer ist. Da ist Sackgasse, natürlich. Sackgasse. Das ist halt auf der Karte nicht, dass da Sackgassen sind. Ich kann ja mal gucken, vielleicht ist da was Nützliches drin. Das Spiel lässt mich aber auch einfach nicht zu der Rucksackerweiterung. Ich mach hier mal zu. Kaum irgendwas Nützliches. Eine Granate, annehmbar. Ich glaube, so 20, 29 Euro ungefähr war es. Ich habe den Preis nicht ganz im Kopf. Ich kann Knüppel gleich mitnehmen. Oh, nochmal eine Diegel. Jetzt bin ich lampenlos. Zumindest bis die Knarre. An der Wand hier stehe ich gut. Ich muss noch mal auf die Karte gucken. Ich muss hier irgendwie jetzt nach links mal langsam kommen. Ach warte, man sieht das mit den Blockaden offenbar doch. Warte mal. Da, das sind glaube ich Blockaden. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal komplett durch. Dann links. Dann kann ich da das Safehouse nehmen. Und von dort aus komme ich dann an meine Rucksackerweiterung. Okay. Geh mal in die Grütze. Ja, man sieht das doch auf der Karte. Man sieht es nur sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob ich für die noch Munition habe. Ich glaube nicht mehr. Müsste ich mal gucken. So gut, dass die keine Türen öffnen können. Ich nehme dich mal kurz in die Hand. Nein, für dich habe ich keine Ersatzmunition mehr. Also eigentlich. Auch nicht, dass hier irgendwo eine Knarre. Oh, große rote Kiste. Das verspricht was Gutes. Oh yeah. Ich kann hier auch ein bisschen Munition mitnehmen. Was haben wir da Schönes? Die Schrottwaffe. Aber mit ein bisschen explosiver Munition ist halt das Ding. Ach,
da ist auch ein Laser dran. Perfekt. Ganz ehrlich, lieber die Knarren als die Knüppel. Ja, den Raum nehme ich noch mal eben kurz mit. Ist ein bisschen doof, dass ich an die Erweiterung nicht rankomme, aber ich werde die anderen noch nachholen. Dicke rote Kiste, immer ein gutes Zeichen. Oh, ein sehr gutes Zeichen. Ich nehme mal eben kurz da die Lampe ab und tue die auf die Waffe da. Die ist eh fast leer. Ich habe mehr als die Hälfte gerade an dem Großen verballert. Also eine ganz ehrliche Frage. Wer von euch findet in so einem Game Abwasserkanäle sympathisch? Einfach mal so in die Runde gefragt. Denkt mal keiner von euch. Boah, der stand in mir drin. Ich hab den nicht bemerkt. Wieder fast ein Herzinfarkt. Hör auf, mir ins Gesicht zu rülpsen. Da muss ich hin. Hier rechts. Das war schon richtig. Wie komme ich denn da hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter, die ich hochklettern muss? Jetzt im Ernst, wie komme ich da hoch? Oder muss ich gar nicht da hoch? Doch muss ich irgendwie, glaube ich. Ich will langsam nicht mehr. Ich bin ja eindeutig richtig. Ich glaube, ich muss von der Seite aus kommen. Ja. Heißt nochmal zurück, durchlaufen und dann da in den großen Raum. Toll. Und vor allen Dingen, was ich mir gut vorstellen kann, dass ich dann noch nicht mal fertig hier unten bin. Da muss ich wahrscheinlich wieder durch teilbedingt. Panikschüsse. Und ich habe ein Magazin irgendwo hingeworfen. Also nochmal Strike durch. Na, dafür muss ich irgendwas. Wäre
wegwerfen. Okay, you found it. Now you gotta arm it and throw it far away to create a diversion. Try it on some of those fuckers around there. Der reagiert nur auf das Bewegungsding. Sag mir, dass die Dinger hochgehen. Und nicht nur den Kirre machen. Ich glaube, das ist nur ein Geräuschmacher. Piep, piep, piep. So. Hab ihn vergewaltigt. Passt. Okay, merken. Diese Orangen, die machen nur Sound. Die explodieren nicht. Bitte sagt, dass ich hier jetzt fertig bin. Ich dachte kurz, ich muss über ein Rohr balancieren. Und ich glaube, das muss ich tatsächlich auch. Wie genau komme ich dahin? Ah, ich sehe schon wie. Oh, jetzt muss ich auch noch krabbeln an der Stelle. Jetzt fehlt nur noch, dass das Rohr unter mich zusammenbricht. Weil ich so ein Fatty bin. Hey, when you find a door with a lock, find a way to crack it open. I don't know. Maybe shoot the damn thing. Hat geklappt. Und was wetten wir, dass da einer hinterwartet? Na gut, hier sollte ich eigentlich nicht sonderlich überrascht werden. Jetzt darf ich wieder den ganzen Weg zurück. Wie ich es vorausgesagt habe. Na gut, der Weg ist ja nicht sonderlich lang, ne? Aber trotzdem. Ich muss den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Ist doch zum Kotzen. Und ich muss mich von gerade eben nochmal korrigieren. Man sieht das doch nicht auf der Karte. Weil so ungefähr hier die Behinderung, die hat man ja auch nicht auf der Karte gesehen. Also, da ist ein Rätsel, wo man da durch muss, um an diese scheiß Rucksackerweiterung zu kommen. Ich
Ich hoffe, dann ist endlich mal Schluss hier mit der Kanalisation. Hier will ich nie wieder hin. Die ist so massiv rotzig. Shit! Reactivating the system must have opened some locked passages. Clean the area and then move on, quick! Das ist nicht dein Ernst. Jetzt komme ich da dran, oder wie? Nur hier oder wirklich komplett? Weil wenn die Gänge jetzt alle frei sind, kann ich ja doch meine Erweiterung jetzt endlich holen. Beten wir einfach mal. Nee, hier ist er immer noch dicht. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist es hier ein bisschen ruhig. Das ist das Safe House von Gott eben. Also der schiebt Panik und hier ist dann einfach nichts los. Denk mal, der Wastewater Pool ist der Platz, wo ich hin will. Ja, wir sind am Ort unserer Bestimmung. Okay, here goes. Well, how they say. See you on the other side. Jetzt komme ich da wahrscheinlich dran. Ja, wenn ich von hier aus jetzt irgendwie straight durchkomme. Obwohl, macht ja dann eigentlich keinen Sinn. So, willst du nicht mit mir reden, Kollege? Dass ich hier irgendwo hin will? Geschafft.
nö. Ach, es gibt auf jeder Map nur eins zu holen. Na, guck mal, das Ding ist ja immer noch da, wo es vorher war. Okay, wir sind jetzt hier. Und einmal zurückgehen wäre das Teil holen. Kann ich mir ja fürs nächste Mal merken. Ich mache jetzt hier nicht weiter. Ich will nur wissen, was wir hier im Angebot bekommen. Okay, die Waffe. Ein paar Deagles. Die Scheißwaffe. Oh, und eine richtig stronge. Na gut. Für heute würde ich aber sagen, war es das genug. Ich habe keinen Bock mehr auf die Kanalisation für heute. Vor allen Dingen, das wird jetzt wahrscheinlich sogar noch anstrengender. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Kapitel 2, das sind ja so um die 8 Unterkapitel, komplett hier in der Kanalisation stattfinden. Ich sag mal so, der Sunny hätte hier null Bock drauf. Ach, ich krieg sogar 2 von den Knüppeln in die Hand gedrückt. Ja, weiß ich auf jeden Fall jetzt schon, wie ich mich beim nächsten Mal ausrüste. Für heute würde ich aber wirklich sagen, dass das dann jetzt war. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Bei YouTube sage ich mal, Abo und ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Für Twitch und Follow. Halt auch an die Nachzügler. Und von YouTube verabschiede ich mich hier als erstes. Ciao.